Herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Oh ja, es geht direkt weiter. Wir haben das Lager fertig gebaut, also zumindest erstmal. Und jetzt können wir endlich mal. Sollten wir jetzt eigentlich echt mal danach schauen, dass wir unser großes Aquarium herbekommen, wie ich das Thermometer baue, weiß ich immer noch nicht. Aber gut, das interessiert uns jetzt gerade erstmal nicht. Schubkanonen, oder? Wir haben ja doch eigentlich. Ich wollte noch mal gucken, Frachtmodul können wir auch noch machen. Titan und Lithium, dann können wir das doch eigentlich direkt schon mal machen. Das müsste doch unten in diesem, hier unten müsste das doch, zu machen sein. Ging das nicht irgendwie, ne, hier dran war das nicht, ne? Ne, wo mache ich das denn noch mal? Das ist ja jetzt blöd. Hier, Fabrikator, genau. So, Rumpfpanzerung. Könnte man schon mal machen. Frachtmodul auf jeden Fall. Ja, für das Polyanilin. Gut, das kann ich noch nicht herstellen. Wir brauchen dreimal Titan und dreimal einmal Lithium. Also sechs. Dann machen wir das doch, glaube ich, auch. Genau, Rumpfpanzerung. Also brauchen wir zweimal Lithium, sechsmal Titan und was waren das? Vier Diamanten. So, 3, 4, 5, 6. So. Ich meine, wir haben genug Diamanten. Genau, 1, 2, 3, 4. Ist zwar ein hoher Verbrauch, aber ich glaube, das ist es wert. Brauchen wir ja nur einmal. Zweimal. Jetzt dreimal genommen. Habe ich tatsächlich. Wir brauchen aber erstmal nur zweimal. Einmal schnell hin. Dann bauen wir uns direkt mal das Frachtmodul. So, und Rumpfpanzerung. Ist halt auch einfach so ein Modul? Anscheinend. Seemordmodule. So, das haben wir, glaube ich, schon. Genau, Solarladegerät haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir emailliertes Glas. Perimeterabwehr, genau, örtlich begrenzt, selbst gefüllt. Das wäre natürlich auch noch so. Dafür brauche ich aber auch Polyanilin. Ein Torpedosystem. Wir haben noch kein Aerogel. Ein Drehsystem, bla bla bla, von Torpedos, ja. Und ja, ist glaube ich so eine Karte wie bei unserem Gleiter. Finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Deswegen lassen wir das jetzt gerade mal noch. Und das Solarladegerät wäre noch eine Möglichkeit. So, wir haben vier Slots. Hier ist das Tiefmodul. Die Rumpfpanzerung packen wir auf jeden Fall rein. Und das Frachtmodul. Wie auch immer das dann funktioniert. Da müssten wir. Da haben wir ja den Frachtraum. Ja gut, ein bisschen Platz haben wir. Aber auch nur auf der einen Seite, ne? Oder auf der anderen Seite? Ne, nur auf der einen Seite. Na gut, immerhin etwas. Immerhin etwas. Gut. Dann hätten wir das eigentlich. Wir sollten aber. Wir brauchen Wasser. Definitiv Wasser. Davon brauchen wir Röhrenkorallenprobe. Ich glaube, davon haben wir keine mehr da. War, glaube ich, Röhrenkoralle. Ich meine ja. Aber das ist ja einfach zu besorgen mit unserem geilen Messer hier. Nehmen wir einfach ein bisschen mit. Salz müssten wir auch noch genug haben. Und was zu essen brauchen wir auch noch. Yes. Ey. Sieht einfach zwischendurch gestängelt. Ich glaub's ja nicht. Die sind zu flink für mich. Dort. Komm her. Dann drehen die sich immer kurz vorher. Das ist doch echt unglaublich. Da verbrauchst du mehr Energie, um die zu fangen, als was weiß ich nicht wird. Jetzt komm her. Na, geht doch. Los, ich brauche mehr Essen. Das ist echt gut, dass wir uns jetzt immer was zu essen holen können. Ich glaube, den konnte ich eh nicht essen. Ja. Wo ist er da? So, die essen wir schon mal direkt. Klang, klang. Das ist echt gut, dass wir jetzt jedes Mal oder immer was zu essen haben. Das ist echt was Gutes. So, wir brauchen Salz. Salz, Salz, Salz. Ja, komm, gib mal ein bisschen was her. Dann machen wir uns erstmal keinen Wasservorrat. Ups. Chlorbleiche. Da brauchen wir eh genug. Fische haben wir überall.
Da reicht unsere Klinge. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Energie die noch hat. Sollten wir auch noch ein bisschen drauf achten. Okay, Wasser, dann haben wir schon mal 8 Wasserpullen. Sollte für unsere Expedition reichen. Und ich hoffe, dass ich das Gebiet jetzt endlich mal wiederfinden kann. So. Das Medikit nehmen wir auch mit, wir haben gerade eins verbraucht. Dann haben wir 2 dabei, das reicht eigentlich. So. Pflanzen. Guck mal, da hätten wir auch noch ein paar Proben gehabt, aber egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Und ich würde sagen, wir können einmal los. Ah, ich wollte ja noch gucken, wie viel Energie das hat. Ach, ist egal. Ich dachte, das verbraucht gar keine Energie. So. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal in unsere schöne kleine Seemotte. Alles klar. Lass mal wieder auf die Steuerung klarkommen. So, wir müssen Richtung Westen, hatten wir gesagt, glaube ich. Echt Richtung Westen? Naja, gut. Dann Richtung Westen. So, Licht an, Licht aus. Unten haben wir uns noch Module. Dann gehen wir doch mal gucken. Muss mal schauen, wie weit ich weg bin. Ah, erst 200 Meter. Schnellst ist das Ding ja jetzt auf jeden Fall nicht. Aber das macht ja nichts. Ob ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe hier? Ich weiß ja noch nicht. Sonst in die genau andere Richtung. Ich glaube, das Ding hatte ich ja schon jetzt erkundet. Wir müssen 836 Meter davon weg. Das heißt, ein Stückchen brauchen wir noch. Hier wäre ja auch so ein Spalt. Das sieht doch schon so ein bisschen so aus wie das, was wir haben wollen. Naja gut, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Müsste das doch hier sein. Und diesen Riesenspalt habe ich nicht gefunden. Das kann doch gar nicht sein, ey. Da muss ich echt einfach blind gewesen sein. Gucken wir, wie weit wir hier mal reinkommen. Ach, jetzt ist hier Sonnenvieh. Die hatten wir letztes Mal aber nicht. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben, muss ich sagen. Gucken wir mal, ob uns das Vieh in Ruhe lässt oder ob wir irgendwie was dagegen tun müssen. Ich wüsste zwar nicht, was wir dagegen tun sollen, aber nun ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz raus. Ich würde, glaube ich, gerne so ein bisschen Voodoo-Öl mitnehmen. Und das Ding, ja gut, dann können wir das Ding auch mal eben scannen hier. Wie geht denn das? Blutrank. Also. Ja, hallo. So. So, das nehmen wir mit. Kann ich das hier noch scannen? Nein. Das hier scannen? Tiefenpilz. Den brauchen wir bestimmt auch, oder? Können wir, nehmen wir mal mit. Quarz brauchen wir jetzt gerade nicht. Kriegen wir von woanders her. Was ist das hier? Geisterhände. Ja, so sehen die auch aus. Was habe ich jetzt aufgesammelt hier? Ah, das Blutohr ist ja riesig groß. Scheiße. Geisterhände sahen. Weiß nicht. Ja, das auf jeden Fall. Wo ist denn unser da? Dann steigen wir wieder ein. Und fahren ein Stück weiter. Unser Ziel ist ja eigentlich das große Aquarium. Jetzt müssen wir mit der Tiefe aufpassen, weil viel tiefer können wir hier gar nicht mit der Motte. Was mich jetzt schon ein bisschen nervt. Da ist dieses komische Vieh. Was auf jeden Fall extrem unheimlich ist. Das sehe ich hier aber leider.
Nichts, wo irgendwelche, wo ich irgendwelche Pläne oder so finden könnte. Also so viel ist hier jetzt auch nicht, ne? Ist das hier irgendwas anderes? Hier ist auch Blutöl, genau wie das hier. Das sieht aus wie Kupfer, ne, Gold. Okay. Hier geht's noch tiefer. Holen wir mal unser kleines Bötchen hier raus, damit wir ein bisschen schneller sind. Und ich glaube, ich hole mal mein Schiff hier hin. Sind ja auch schon wieder ein Stückchen weiter weg von. Ich brauche ja mal einen Sauerstoff. In diesem Vieh würde ich gerne ein bisschen aus dem Weg gehen. Alles, was ich porten kann, ist auf jeden Fall extrem scheiße. Da weiß man nie, woher es kommt. So, hier gehen wir auf jeden Fall erstmal hier rein. Und ein Stück hoch. Dass das hier genau auf dieser Höhe ist, ne? Jetzt hat es mich anvisiert. Verpiss dich. Hau ab. Ich will dich nicht. Okay, das Gebiet ist auf jeden Fall ziemlich riesig, muss ich sagen. Mann, wie soll ich denn in diesem riesen Gebiet hier irgendwas, irgendwie so ein Aquarium finden? Da weiß ich echt noch nicht, wie das funktionieren soll. Okay, ich glaube, hier ist man aus dem Gebiet raus. Da ist aber irgendwas Blaues. Ne, ich glaube, das sind diese Explosionsviecher. Muss ich jetzt auch nicht haben. Jetzt habe ich mir irgendwie hier mehr erhofft. Ja, muss ich wohl noch mal quasi zu Fuß runter. Ja. Gehe ich doch mal ein bisschen runter noch mal. Was ist das denn da vorne? Irgend so ein Blitzvieh. Da geht es noch mal ganz tief runter. So, da ist nur so ein. Klopfen sich gegenseitig. Das ist wahrscheinlich so ein. Genau. Kann ich eh noch nicht abbauen. Mann, wo finde ich denn dieses blöde Becken? Das kann doch nicht sein. Dass das so in den Tiefen versteckt ist. Das ist doch schon ziemlich elementar, sonst so ein großes Becken zu haben, oder nicht? Da muss das doch irgendwie erreichbar sein. Wie tief das hier runter geht. Da unten ist doch was. Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Hier muss ich hin. Hier muss ich hin. Das wäre Richtung, Nordwesten. Richtung Nordwesten muss ich. Ich muss das Boot irgendwie mitziehen. Weil damit ich genug Sauerstoff habe. Da unten könnte es sein. Vielleicht ist es da unten. Ich muss nur einmal da runterkommen. Ja, ein bisschen mehr Sauerstoff wäre natürlich auch ganz toll. Beziehungsweise, dass mein Schiff ein bisschen weiter untertauchen kann. Aber dafür brauche ich dieses emaillierte Glas. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich das bekomme. So, Nordwesten. Ja, tiefer können wir leider nicht. Und von hier oben sieht man leider auch nicht so viel. Oh, hoch, hoch.
Ist das hier schon? Ich glaube, hier parke ich mal. Und gehe jetzt nochmal gerade runter. Dann muss ich schnell runter, das Ding scannen und schnell wieder hoch. Was anderes bleibt mir hier jetzt gerade nicht übrig. Ups. Ach, guck mal, so ist das doch noch hilfreicher, wenn man das so sieht. Dann sieht man wenigstens, dass da noch was kommt. Was ist das denn hier? Na, komm schon. Kernreaktorfragment. Ich glaube, den können wir auch noch nicht bauen. Dann nehmen wir das doch mal mit. So, da müssen wir an diesen Blitzdings irgendwie vorbei. Ich hoffe, es macht uns nicht direkt kaputt. Ach, da ist jetzt wieder so ein Vieh. Oh. Alter Finne, ey. Hier hat man auf jeden Fall viel Spaß. Hallo. Ich will nur mal gucken. Kernreaktor-Fragment bringt mich aber auch nicht so weit. Ja, okay. Kernreaktor. Scheiß auf Kernreaktor. Kernreaktor. Das bringt mir nichts. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier nur Kernreaktor. Gelsack. Aua! Oh, oh, oh. Hilfe! Okay, ich muss nach oben. Hau ab. Ja toll, jetzt habe ich Kernreaktor, aber immer noch nicht dieses Scheiß. Ach Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Wo soll das denn zu finden sein? Ja, einsteigen würde ich gerne. Ha. Das suckt hard balls. Da weiß ich echt nicht, wie ich da jetzt wirklich drankommen soll an das Zeug. Muss ich nochmal irgendwie gucken, ob das nicht irgendwo, wo das ist. Weiß ich nicht. Mir fällt langsam nichts mehr ein hier. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Gegen die Viecher kann ich auch irgendwie nichts tun. Ne, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier weiter oben war es ja auch nirgendwo. Nichts zum Scannen oder sonst irgendwas. Tja, da weiß ich jetzt gerade leider auch nicht so richtig weiter. Vielleicht ein bisschen weiter hier oben lang oder so. Ich hätte das Ding doch schon verdammt gerne. Aber es ist noch nicht auffindbar. Da ist ja diese kleinen schnellen Viecher. Das ist ja echt ein Riesengebiet hier. Ein bisschen Licht machen. Energie haben wir auch noch genug. Vielleicht finde ich irgendwas anderes Cooles noch hier. Weißt du, was das sein kann? Das. Nee. Ist das das Schiff, wo ich schon mal war? Hier direkt neben diesem Vieh, was hier rumschwimmt. Und ich war direkt neben dem Gebiet, das kann doch nicht sein, oder? Ja, ist wieder ein Kernreaktorfragment. Ja, das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Hm. Das Vieh, das tut mir aber irgendwie nicht so richtig viel, habe ich das Gefühl.
Brückenfragment. Das haben wir auch schon komplett. Bilderrahmen. Hm. Cool. Anpflanzentopf. Ja, kann man auch mal mitnehmen. Das haben wir jetzt auch gescannt. Kompositpflanzentopf, natürlich. Gib den ganzen Müll her. Databox. Zyklop, Trockendock, Reparaturmodul. Ja, okay. Damit können wir was anfangen. Wir bräuchten auch mal diesen Laser. Oder diesen Laserschneider, meine ich natürlich. Weil wir doch schon ein, zwei Türen hatten, wo wir nicht reinkamen, deswegen. Dann gehen wir einmal kurz rein, ein bisschen Sauerstoff tanken. Vielleicht geht es hier doch noch irgendwo rein, wo ich noch jetzt nicht drin war. Guck, da unten ist nämlich auch schon leer. Da haben wir noch so einen Arm. Ich glaube, den haben wir aber schon komplett. Aua. Ich gehe nochmal hier den Arm gucken, ob wir den jetzt komplett haben. Krebsschubkanonenfragment. Haben wir anscheinend noch nicht. Dann nehmen wir den mal mit. Das ist auch ein Schubkanonenfragment. Brauchen wir jetzt nicht. Geh mal weg, du. Ich glaube, hier drin war ich aber teilweise schon. Aber gerade in dem Abteil ja schon mal nicht. Ich glaube, ich bin aber von oben reingegangen. Das ist natürlich nicht so am Mikro rumdröseln. Ich glaube, das hier war das, wo wir schon waren. Bin ich schon heruntergegangen? Boah, jetzt wieder völlige Verwirrung nachher, wo ich bin. Ja doch, hier war ich einmal rausgekommen. War auch nichts Besonderes hier. Ja, mach du mal deine Geräusche da. Die interessieren mich gerade nicht. Ach nee, hier komme ich irgendwie auch nicht weiter. Hier ist nicht das, was ich gerne hätte. Und das nervt mich. Gehen wir erstmal zu unserem Schiffchen zurück. Diese komischen Viecher, die machen aber auch irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Hier kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Was ist das denn hier? Ich glaube, das ist nur vom Kernreaktor wieder. Kernreaktor-Fragment, ja komm. Aufgeschissen. Na gut, hier kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Hier ist noch so ein anderes Ding. Wo ist denn jetzt hin? Da. Zyklop-Brückenfragment. Habe ich das schon komplett? Habe ich anscheinend schon komplett. Nun gut. Hier ist auch nichts im Scannen hier irgendwie. Das hier höchstens noch. Ist das was? Zyklop-Rumpffragment. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Hey, nein, falscher Knopf. Nein, so. Ja. Oh Gott. 33%. Ja, gut. Mitnehmen kann man es auf jeden Fall. Weil Zyklop ist ja das große. U-Boot, und das wollen wir natürlich auch irgendwann mal haben. Mann, wenn das Vieh wenigstens mal mit seinen peinlichen Geräuschen aufhören würde. So, ich glaube, hier haben wir jetzt aber wirklich mal alles abgeerntet. Nur das Kernreaktor wegen, aber das brauchen wir nicht. Dann würde ich jetzt noch mal ein Stückchen weiterfahren einfach. Gucken, ob wir noch irgendwas finden.
Westen. Hier geht es wahrscheinlich wieder in dieses Gebiet rein. Oder so. Zumindest geht es hier tief runter. Was leuchtet denn da so? So tief können wir da nicht hin. Was ist das denn jetzt schon wieder? Alter, hier hast du ja überall irgendeinen Schrott rumfliegen. Ich brauche das neue Tiefenmodul. Ich habe gar keinen Bock hier zu Fuß rumzuschwimmen quasi. Das ist ja viel zu gefährlich hier. Hier mal drunter durch. Mein Gott, wo bin ich hier? Hier ist aber irgendwie nicht viel zu holen, habe ich das Gefühl. Bin hier in irgendeinem Höhlensystem anscheinend. Knapp oberhalb meiner absoluten Todesgrenze von 300 Metern. Aber hier ist jetzt irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Hier ist ja nur ziemlich viel Leere. Ich weiß gar nicht, ich frage mich, ob ich das Vieh da töten kann oder überhaupt mal die großen Viecher killen kann. Wenn ich jetzt mal wieder hier rauskomme. Und ob es mir überhaupt was bringt, die Viecher umzubringen. Weil das bringt mir nichts, wenn ich davon irgendwie keinen Loot habe oder sonst irgendwas. Da habe ich ja gar nichts davon. Guck mal, hier ist noch so ein bisschen Zeugs. Vielleicht kann man damit was anfangen. Zyklopbrückenfragment, ich glaube, das haben wir aber auch schon. Das ist auch Zyklopbrückenfragment, brauchen wir also nicht. Dann lassen wir das auch hier liegen. Titan kriegen wir überall. Brauchen wir nicht. Ja, da bist du wieder. Sind das jetzt schon zwei? Anscheinend. Wir irren ein bisschen hier rum. In der Hoffnung, irgendwas Cooles zu finden. Ich müsste mal was trinken. So. Was zu essen schwimmt da hier überall rum? Das sollte kein Problem sein. Was ist das denn? Das ist irgendwas Neues. Oder ist das einfach nur Metallschrott? Zyklopbrückenfragment. Das kann man doch gebrauchen. Nein. So. 67%, das heißt, einen Teil brauchen wir noch. Wenn wir Zyklop bauen könnten, wäre natürlich auch richtig cool. Damit kann man bestimmt auch einiges machen. Mit einem großen Frachtraum darum. Hoffe ich zumindest einfach mal. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Hier ist einfach sowieso dunkel, glaube ich. In der Tiefe. So, hier ist wieder das Gebiet, wo wir vorhin drin waren. Aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Das bringt uns einfach nicht weiter. So, das ist, glaube ich, einfach nur Metallschrott. Metallschrott, ja. Brauchen wir nicht. Metallschrott interessiert uns nicht. Ich bräuchte mal so eine Gatling-Gun oder so, damit ich die Viecher hier mal einfach mal alle wegschnetzeln kann. Die nerven einen ja auch nur. Was ist das denn da? Irgend so ein Sog. Wir haben ja auch noch diesen komischen Tempel auf der Insel. Aber ich glaube. Was ist denn jetzt genau ein Leviathan? Habe ich davon irgendwelche. Welche Tiere hier? Fleischfresser. Nein.
Wieso sind hier nur so wenige? Ach, weil ich die wahrscheinlich alle noch gar nicht gescannt habe, ne? 11 Baupläne, aha. Na gut, da kann. Oh, nein, aussteigen wollte ich jetzt aber nicht. Nicht bei den Viechern, die rumschwimmen. Denk mal, Leviathaner sind diese kleinen, schnellen Viecher hier. Da hinten ist ein Schiff. Das gucken wir uns aber mal an. Gott. Aber ich glaube, das Stückchen hier, das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Denn diese ist schon wieder vorbei. Und ich glaube, wir müssen uns dann ein bisschen auf der Hut sein hier. Aber das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschö.